Was ist denn das für ein spezielles Aufwärmrollen-Konstrukt, das du da fährst? Und warum fährst du das? Ja, da kann man drauf schlafen. Machst du das einfach tatsächlich ein bisschen chillen? Ja, Nickerchen, klar. Küche, Waschmaschine. Kühlschrank mit Snickers. So, Standardantwort, ne? Infoset. Keine Ahnung. Luftdruckmesser ist ganz cool. Infoset. Nice. Wenn du, ich sag mal, wenn du alles entscheiden dürftest, ne? Ja. Was wäre. Moin und herzlich willkommen aus Lenzerheide. Wunderschöne Aussicht. Wir sind beim Weltcup und wir sind eigentlich hier für das Red Bull Radical, weil das ist das härteste Cross-Country-Rennen Deutschlands. Auf jeden Fall ein richtig krasses Cross-Country-Rennen-Event, geht in Richtung Tough Mudder, man muss Obstacles bestreiten und so weiter. Und ich mache da mit und wir sind heute hier für Red Bull und machen ein paar Videos dafür. Aber ich war lange nicht mehr auf dem Weltcup, es war gestern schon richtig schön, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen, die sich noch an mich erinnern konnten. War wirklich voll herzlich irgendwie. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen die Strecke an, werden nochmal mit dem einen oder anderen deutschen Fahrer sprechen und auch Nina Hoffmann nochmal ein bisschen begleiten, wie das denn auf so einem Weltcup aussieht. Vielleicht gefällt euch das. Wir werden dann am Sonntag auch mit ihr darüber sprechen, wie das ganze Rennen gelaufen ist. Also, das wird auf jeden Fall ein spannender Vlog und viele coole Eindrücke. Viel Spaß. Ich bin Weltmeister warm, Junior-Weltmeister. Ey, ist krass. Ich habe tatsächlich gleich wieder so Adrenalin-Einfuhr in den Körper, wenn man hier in dieser Warm-Up-Area vom Weltcup ist. Da hinten ist der Start. Alle Leute machen sich warm für die Quali. Ist, keine Ahnung, wieder zurückversetzt in die Zukunft. Das ist echt witzig. Step machen, warm machen, wenn die Leute am Start rollen. Deswegen kriegen sie einen Transponder, der ist vorher noch nicht dran, wenn sie keine Timetasche gemacht haben. Und das ist immer so ein bisschen der Moment, wo du Schiss bekommst, dass du irgendwo was schief läuft in der Zeitnahme. Aber die Dinger werden bombenfest mit dem Carbiner festgemacht. Das sind diese kleinen Dinger, die man an der Gabel sieht. Und dann ist Start, da oben, und dann geht es richtig in Steine rein. Also es ist eigentlich wenig Warm-up auf der Strecke, um irgendwie reinzukommen. Wie zum Beispiel bei die Sohle, diese ersten paar Kurven. Hier ist dann mal richtig. Neben mir steht Svenny, Spitzname. Sven ist der Teammanager von Nina Hoffmann und ich habe mir gedacht, wir zeigen euch mal, wie so die deutschen Fits aussehen. Und Nina Hoffmann ist ja ein eingetragenes UCI-Team, oder? Yep. UCI-Trail-Team heißt es, glaube ich. Das heißt, die haben auf jedem Weltcup auch immer eine zugeordnete Standfläche mit einem ordentlichen Setup. Und der Sven zeigt uns mal so ein bisschen, wie so ein Setup aussieht. Jo. Machst du doch, oder? Na dann, rein in die gute Stube. Hier vorne ist Arbeitsbereich, da hinten ist der Ruhebereich. Das heißt, wenn jetzt Nina irgendwie beim Training ist, kommt sie hier reingefahren, wie in der Boxengasse bei der Formel 1. Dann kommt der Gally, macht die Steckachsen raus, nimmt die Reifen, holt die Reifen vom neuen Reifenwärmer, steckt sie wieder rein. Bleibst du auf dem Po, weiter geht's. Cool. Mechanical Place sieht super professionell aus mit diesem Alu-Tisch, den ihr da habt. Kann man sowas ganz normal kaufen oder ist das selber gebaut? Kann man kaufen. Okay. Empfehlung, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das braucht man, wenn man ein Rennen mitfahren möchte? Kettenöl, Bremsenreiniger oder irgendwelche Ersatzteile, wo du sagst, hey, wenn das fehlt, dann geht gar nichts. Ein 5er und 4er im Bus. Also schon Multitool quasi. Ja. Multitool tut's eigentlich, aber Multitool und verschiedene Reiniger auf alle Fälle. Das ist sehr wichtig. Ja, gerade wenn es mal irgendwie pisst oder so oder richtig stammig wird, muss man das Ding natürlich wieder sauber bekommen. Richtig. Okay, cool. Ohne Schlauch. Wenn du jetzt hier an dem Rad schraubst, was macht Nina dann derzeit? Also, wie läuft das ab? Muss mal gucken gehen, aber die ist nicht da, ne? Die sitzt drüben, macht Videoanalyse. Aber ihr habt ja schon so einen Ruhebereich, wo sie dann chillen kann, oder? Ja, geht doch mal rüber, die ist eh gerade nicht da. Die Schlüpper und die Strümpfe sind weggeräumt. Wartet. Ja. Also das ist im Prinzip so ein bisschen der Rückzugsort, mit Physiolie sogar.
Für zwischen, nach dem Training, vor der Quali, oder? Genau. Ein bisschen Essensbereich, ein bisschen Ruhebereich. Aufwärmräume. Nina Hoffmann! Ja, bin da! Ah, hallo! Hi! Hallo! Nina, was machst du hier in dem Bereich? Normalerweise? Meine Panzer aufhängen, damit es gut riecht. Aber du hast auch eine Physio-Video rumstehen. Ja, da kann man drauf schlafen. Machst du das manchmal tatsächlich so ein bisschen chillen? Nickerchen, abhalten? Klar. Nickerchen. Kurz bevor es hochgeht. Also wirklich jetzt, so ein Nickerchen ist schon mal ganz geil. 10 Minuten. Und das ist so vor der Ruhezone und vorne wird geschraubt, oder? Genau, richtig. Also hier kann ich mich dann halt zurückziehen und meistens haben wir das Essen so ein bisschen stehen. Und hier habe ich dann meistens meinen Helm, meine Brillen und meinen ganzen Stuff früh morgens ausgebreitet. Man sieht, die Uhr ist relativ groß. Ja, die ist wichtig. Das ist ganz gut. Beim Weltcup ist ja schon so, dass die Trainingszeiten recht eng sind, oder? Man hat eigentlich echt wenig Zeit zu trainieren. Da muss man schon auch immer checken, dass man dann irgendwie on-time... Bei Frauen geht es, glaube ich, mittlerweile. Ja, also sogar, dadurch, dass ich halt Time-Training habe, geht es halt immer, weil wir am Nachmittag dann nochmal anderthalb Stunden haben. Und dann, dadurch ist es schon okay, aber jetzt so halt vor der Quali und vorm Rennen. Also jetzt morgen vorm Rennen ist eine Stunde Training so. Ja, dann musst du halt in Time sein und dann musst du auch wissen, wann halt hoch ist zum Aufwärmen und so. Also vom Rennlauf, ja. Cool. Und Essen tust du hier an dem Tisch oder ist es dann eher so vorne an, das ist, also an es dem Gästebereich? Es lässt mich hier super überraschen, es ist mega aufgeräumt. So sind wir, kommen immer spontan. Der Helm gehört zum Beispiel rüber. Ja genau, also an dem Tisch kann man ganz gut essen, weil der ist ein bisschen niedriger. Der ist doch schön, also Bambus, so, da wird auch schon so ein bisschen auf die Optik geachtet. Das ist hier so ein bisschen, es muss auch schön aussehen. Ja? Das ist auch unser erster Pit-Tisch von damals, der wird halt immer noch mitgeführt. Ah ne? Geil, das ist Tradition mit dem Zelt. Ja, der ist auch schon ein bisschen durchgebogen. Ja. Was ist denn das für ein spezielles Aufwärmrollenkonstrukt, was du da fährst und warum fährst du das? Warum nicht? Das ist gar nicht so speziell. Das ist halt einfach zu betätigen. Du kannst halt jede Art Fahrrad da draufstellen. Ja. Ich könnte auch das E-Bike jetzt im Endeffekt draufstellen, weil du kannst die Adapter da vorne einfach tauschen. 3 Fuß bedeutet wahrscheinlich auch, dass du es überall hinstellen kannst. Das heißt, wenn es mal irgendwo ein bisschen abfällig ist oder so, dann steht es eigentlich immer stabil, oder? Ja, du musst halt schon gucken, wenn du keinen Asphalt oben beim Warmmachen hast. Wenn es zu instabil steht und ich Sprints drauf machen will, also dann muss der Mechaniker sich vorne draufsetzen und festhalten, sonst fällst du runter. Aber das ist halt relativ flexibel, du kannst die echt überall mit hinnehmen und relativ leicht auch schön klein verpackt. Ja, da habe ich nochmal 2 Stück davon, eine nehme ich mit hoch an den Start und die steht eigentlich meistens hier zum Ausfahren, wenn ich halt am Qualilauf runterkomme. Ist dieses Fahrrad ein extra Warm-Up-Bike, weil du ein Hardtail hast, oder fährst du damit auch ab und zu mal Enduro-Trails zum Trainieren? Ganz ab und zu, selten fahre ich damit auch zu Hause, ja. So mal ein bisschen eine Stunde ausrollen oder so, wenn ich gerade keinen Bock auf übelste Trails oder so habe. Und das Rad ist halt echt leicht, das geht gut bergauf. Ja? Ich fahre es schon ab und zu auch, ja, aber es ist vor allem für den Weltcup zum Warmmachen und so, deswegen auch der Reifen hinten ohne Profil. Ja, ist gut. Ja, cool. Vielen Dank. Bitte. Wir checken mal noch ein paar andere Pits ab. Mach's das mal. War Pit Nummer 1. Schon mal heute gut platziert, würde ich sagen. Vielen Dank, ja. Gute Quali gehabt. Locker durchgerollt. Du hast jetzt ein ziemlich krasses Setup mit Danny Hahn an deiner Seite, oder? Richtig, ja. Aber da glätten sich langsam die Bogen, würde ich sagen. Man nähert sich an, was die Platzierungen angeht. Ja. Ihr habt auf jeden Fall ein mega professionelles Setup. Und es wäre geil, wenn du uns zusammen zeigen könntest, okay, was hier so abgeht. Kein Problem. Also hier hinten ist unsere Rider Area. Ja. Haben wir hier doch bei den Stuhl mit Schrank. Ah, das sind quasi, so jeder hat seinen Schrank und jeder hat seinen Stuhl. Jeder hat seinen Schrank und Stuhl mit seinem Zeug drin. Dafür ist der Fernseher. Das ist für die Ingenieure und den anderen zum... Seid ihr nicht zu sprechen, mal so ein bisschen am Zocken? Nee, wir haben andere Probleme. Das ist für die anderen zum Red Bull TV schauen. Ja. Küche, ja, Waschmaschine geil. Ist da drin. Fetter Truck, oder? Wirklich, komm mal rein. Küche, Waschmaschine, wichtigste natürlich. Kühlschrank mit Snickers. Alter, ich bin auch zum Snickers verwandt. Also wenn ich Hunger habe oder irgendwie schlechte Laune bekomme, brauche ich einen Snickers. Genau, hier drin befinde ich mich eher weniger. Ja? Du hast andere Flöte, du musst Rennfahren. Genau, ja. Jetzt wird gekocht. Habt ihr einen eigenen Koch am Start? Das macht unser Teamchef. Genau, ich muss kochen. Der Chef. Der kocht gut. Der verpflegt uns. Wir sehen Walkie-Talkies. Ist das so ein bisschen eure Kommunikation, wenn du on track bist? Habt ihr jemanden, der Nines vor? Genau, wir haben einen Linien-Scout. Ja. Der ist den ganzen Tag auf der Strecke und Mechaniker, wir sind in Kontakt mit ihm über das Walkie-Talkie. Cool. Du hast einen Mechaniker, der Kev. Genau, der schaut für dich dein Rad. Ja, vielleicht können wir mal gucken, was der so macht. Für Finale morgen. Ja, hier ist noch
Snacks, Kaffee. Wie viel bedienst du dich während dem Training, während dem Tag an diesem, Snack? Also ehrlich gesagt, über den Tag weniger. Ja. Ich krieg nicht so viel runter, was es drauf ankommt, aber wenn so Trackwalk-Zeit ist und so Kaffee, Snacks. Ich habe den Rest gerade gegessen. Genau, das ist Warm-Up-Area, so also ein bisschen. Ja. Ich fahre mich lieber draußen warm, der Danny fährt lieber hier warm. Okay. Danny ist ein Mechaniker und der Cap. Also da hat auch, wir haben es vorhin bei den Pro-Team schon gesehen, ihr seid ja ein Kampf-Pro-Team auch. Ja. Also jeder Mechaniker hat auch seine eigene Area und das ist so Heiligtum, oder? Genau, der Christian macht alles von Danny, Danny seine Laufräder und der Cap hat das gleiche für mich nochmal. Ja, cool. Genau. Wir sollen mal uns die Werkstatt vom Cap angucken. Logisch. Wir haben gerade eben bei der Nina Hoffmann schon ein bisschen getrennt. Ja, das ist der Mann hinter meinem Rad. Hey, hi. Was geht ab? Danke, dass du dir Zeit für unser Video nimmst. Sehr gerne, ich bin immer gern dabei. Habt ihr so eine Regel, dass er nicht ans Rad darf, bevor das Rad aus dem Ständer ist? Wir haben gehört, also ich habe gehört, dass es echt strikt gehandhabt wird, dass wenn der Fahrer an das Rad geht, wenn es im Ständer nicht gibt, irgendwo anders. Also er mag es wirklich nicht, wenn ich da rumpuzzle. Ja. Deswegen haben wir das auch, dass er da hinten sitzt. Achso, möglichst weit getrennt von der. Ja, aber er macht gute Arbeit. Das Teil ist fresh. Ja, ich würde sagen, sieht aus wie neu. 12er in der Quali spricht auch fürs Fahrrad. Ja. Mechaniker. Naja, macht gute Arbeit. Gibt es in deinem Werkzeugkasten etwas, wo du sagen würdest, das würdest du jedem mit empfehlen, wenn er auf ein Rennen fährt? Boah, ein Imbus-Set. So, Standardantwort, oder? Imbus-Set. Keine Ahnung. Ein Luftdruckmesser ist ganz cool. Imbus-Set. Ein kleines Kappermesser oder ein kleines Multifunktionsmesser ist immer ganz praktisch. Der Verbrecher. Ja. Und den Danny. Brauchst du auch auf jeden Fall. Den Danny, den müssen wir nehmen. Den brauchst du gut im Spaß. Welchen Luftdruck fährst du? Hier fahre ich 23 PSI vorne und 26 PSI hinten. In Bar wäre das was? Gute Frage. Also, du bist echt PSI oder was? Ja, na, wir sind halt internationales Team. Okay. Da, ich kann es rausfinden. Sag mal kurz. Ich hab keine Ahnung. Das ist unser Linien-Scout. Hi, Linien-Scout. Hey, man. Nice to meet you. Yeah, me too. I'm Jasper. Okay. So far, so good. Yeah, for sure. You now have done your job, so you can relax in the sack. When I do nothing, I'm the best. 1-6, 1-7. Ja, das also hätte ich auch mein favorisierter Luftdruck. Musst du nach da hinten reinschauen? Ja, gerne. Ey. Das ist der... Ich nenne es mal Lagerplatz für alles. Nice. Wenn du, wenn du alles entscheiden dürftest, ne? Ja. Was wäre so, was du dir noch wünschen würdest für das Pad? Physio. Physio, Physio. Ja, ein guter Antwort. Das wäre, ich denke, das ist noch der nächste Step. Ja, cool. Weil gerade jetzt vom Trackwalk, Beine schwer, Körper ist kaputt. Okay. Würde ich schon gern, dass mich nochmal jemand. Ja, hey, wenn dein Teamchef das Video schaut, vielleicht kommt der Wunsch hier oben an. Nächstes Jahr, denke ich. Vielen lieben Dank für dieses Pit. Danke, kein Problem. Wir checken mal weiter. Viel Spaß. Danke. Ciao. Viel Erfolg. Danke. Warum eigentlich Red Bull Radical oder was mache ich hier beim Weltcup? Wir sind hier mit Red Bull und sammeln uns Tipps fürs Red Bull Radical ein. Und das Red Bull Radical ist das härteste Cross-Country-Rennen Deutschlands, wenn man so möchte. Aber warum fahre ich ein Cross-Country-Rennen mit? Es ist wie eine Art Tough Mudder. Also man muss Obstacles beschreiten, man muss mit dem Seil einen steilen Hang hochklettern, man muss so eine Reifenpyramide überqueren, man muss über so Bretter fahren, die links und rechts mit Schlamm sind. Also es ist wie so eine Art krasse Herausforderung, die man auf dem Mountainbike mal machen möchte. Und dafür haben wir ein paar Tipps eingesammelt. Und deswegen habt ihr diese Möglichkeit bekommen, in das ein oder andere Pit reinzuschnuppern, hier beim Weltcup, weil wir deswegen hier waren. Und jetzt gibt es aber noch einen Reward für euch, denn die ersten 10, die in die Kommentare schreiben, ich will mitfahren beim Red Bull Radical, die kriegen ihren Startplatz umsonst. Also, wenn ihr euch entschieden habt, der Link zur Eventseite, den findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt mitzufahren, dann beeilt euch, in die Kommentare zu schreiben, ich hab Bock, ich will mitfahren. Dann kriegt ihr von mir einen Code und dann geht's los. Dann sehen wir uns beim Red Bull Radical am 2. Oktober. Nächstes Pit, Simon Maurer. Ihr seid ihr ein UCI-Team eigentlich? Ja. Also ihr seid auch ein eingetragenes UCI-Team. Das heißt, auch der Simon bekommt hier ein
zugewiesenen Platz, bei dem er immer seinen Pit aufstellen darf. Und ihr habt eine Kombi aus Wohnwagen und Easy-Up-Zelt. Genau. Dürfen wir mal kurz reinkommen? Klar. Oh, wir sehen tatsächlich schon. Ja. Ist das deine Warmer-Barrier? Ja, da tue ich immer dehnen und so in der Früh. Und halt ein paar Übungen machen, um einfach ready zu werden. Und, ja. Quali, 39. Sehr solide in die Quali gefahren. Wie war es bei dir auf der Strecke? Ja, ich war froh, dass ich endlich mal wieder mich gut fühle auf dem Rad. Und da ich die letzten paar Rennen oder eigentlich die ganze Saison war nicht so der Hit. Deswegen, war viel Pech? Oder? Ja, ich hatte halt Plattenstürze. Dann habe ich in der Mitte von der Saison einen anderen Hinterbau gekriegt. Dann habe ich versucht, da was zu machen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und jetzt bin ich wieder halt auf dem alten Setup und jetzt geht es wieder gut. Und ist das euer Standard-Setup? Hier mit den zwei Stühlen und dem Tisch und genau. Werkstatt so? Ja, genau, immer so ungefähr. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist halt nicht riesig oder irgendwas, aber es funktioniert. Wer schraubt bei euch? Du oder Fadi? Ja, ich habe eigentlich einen Mechaniker, ja. Aber der kann halt nicht immer ja. Und so machen wir es selber. Wir sehen, dass ihr überall Seitenwände dran habt. Bist du eher so der Typ, der vom Rennen seine Ruhe haben will und sich dann abschottet und sagt, hey, lass mich auch in Ruhe, soll jetzt mal mein Fokus und mein Mindset? Oder ist eigentlich die Seite immer auf und ihr in der Welt kommt so, hey, jetzt ist ja. Also wenn wir aufhaben, dann ist es offen und das stört mich eigentlich nicht, weil ich fahre mich dann eh warm und dann so richtig in die Zone rein, geht man eh erst oben, also ist eigentlich easy. Und bist du so eher so der Penible, der seine Schuhe und die Schuhe und Helm und so schon alles parat legt? Oder bist du ja so, geil ey, heute zieh ich das Trikot an? Ne, eigentlich schon alles hingelegt und ich hab verschiedene Trikotsätze und alles mögliche. Also immer so getaktet, ja. Ihr habt ein ganz geiles Mechanical Setup, wo Werkzeug ist. Ich habe uns jetzt immer die Frage gestellt, was ist das Wichtigste, was man braucht? Oder was wo ihr sagt, hey, das benutzt ihr am häufigsten? Ich würde sagen, Luftdruckmesser von der Reifen und die Gabel. Ah, tatsächlich, ja, Setup von der Gabel. Ja. Also, die meisten haben ein Imbus-Set gesagt irgendwie, was sagen, 4x5er Imbus brauchst du halt immer am Fahrrad. Aber tatsächlich, glaube ich, wäre ich auch eher so Kandidat der Luftdruckprüfer oder Gabelpumpe sein würde. Ja, weil die meisten Schrauben sind ehrlich geklebt. Ja. Also sollte da eigentlich nichts locker werden. Und deswegen, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass Luftdruck passt. Wenn das nicht passt, dann funktioniert das Rad eh nicht. Okay. Das ist ja aber eher so, keine Ahnung, Chill-Area, bisschen Schrauben und dann habt ihr euren Camper und in dem wird gegessen und gekocht, oder? Genau. Dürfen wir da mal ganz kurz reingucken? Das ist ein blinkes Tier. Nice. Kleines Reich. Ja, ist geil. Der Cameraman wird gleich nochmal reingucken. Ich hab's schon gesehen. Ich bin ja auch voll, wenn man als Camper sieht. Also ich verzeihe auch gerne mal, das zu Hause das ganze Setup hier reinzuhaben. Man könnte sagen, der moderne Heimscheiß. Ja, genau. Heimscheiß als 2. Cool, wir haben dein Downhillbike, wir haben ein Enduro da stehen. Worauf machst du dich warm? Auch mit dem Enduro. Auch mit dem Enduro. Auf der Rolle oben. Hast du auch sowas, wo du das dann reinklemmst? Ja, genau. Ja. Da die ist irgendwo. Ihr habt einen kleinen integrierten Camper. Bedeutet, wenn ihr jetzt dann auf dem Podium wart und die Siegprämien eingeräumt habt, dann fallen die alles zusammen und dann kommt alles in die Heckgarage, oder? Genau. Ja, passt auch alles rein? Alles in die Heckgarage, da schaut jetzt ein bisschen aus. Oh, damit. Also. Das ist ein E-Bike. Ah, die ist groß, ja, die ist groß. Ja, die ist groß. Da hat man viele Ablagen und so. Und da auf die linke Seite immer die Fahrräder, rechts die Dinger, die Pavillons und dann. Ja. Cool. Nice. Also ich würde sagen, von Preis-Leistung, Größe zu Effizienz, somit das beste Pit, wie man sich, glaube ich, aufbauen kann. Wir haben von Cube, von Max Hartenstein gehört, dass sie hier das Pit nochmal versetzen mussten, weil die Wege 3,50 Meter breit sein müssen. Dann haben die richtig was zu tun mit ihrem Vorbau. Das heißt, da waren mal richtig viele Männer beschäftigt. Das wäre bei euch relativ einfach zu lösen. Also ich glaube,
Ihr habt so ein recht effizientes, gut gelöstes Setup, würde ich sagen. Ja. Gerade eben noch ein Geheimnis gehört, ihr versorgt euch gerne selber mit Angeln. Ja. Du hast wie viele Fische aus diesem See geholt? Ich glaube sechs. Sechs Fische? Ja, sechs Regenbogenforellen, immer so 35 cm groß. Und es war übelst Bock. Ich habe immer in der Früh vorm Training immer einen und dann am Abend auch noch einen rausgeholt. Und ihr verwertet die dann direkt, oder was? Auf dem Grill oder morgen erst Pfanne? Wir wollen sie eigentlich gestern oder so grillen, aber ich habe schon lange keinen Fisch mehr gegessen. Und ich dachte so, ich weiß nicht. Bevor jetzt vorm Rennen noch einen Fisch rein, aber das ist eine gute Entscheidung. Ja. Aber krass, selbst du hast einen Angelschein und das ist eigentlich so ein bisschen so das, was du auch gerne machst zum Ausgleich vom krassen Rennsport. Genau. Immer Adrenalin quasi der Gegentor. Ja, das macht Bock, ist ruhig. Und, ja. Kann man einfach mal direkt Versorgung hier hinterm Rennen sich sein Mittagessen angeln. Stark! Vielen Dank! Top. Alles Gute im Finale! Danke! Wir drücken die Daumen. Schön, dass wir uns das angucken dürfen. Da wir leider so durchgetaktet sind, was Arbeit angeht, können wir uns das Finale gar nicht hier vor Ort anschauen. Aber ich persönlich gucke es eh sehr gerne auf Red Bull TV, weil ich einfach mehr Details sehe als hier. Man verpasst aber leider natürlich die geile Stimmung. Hier sind schon mega viele Zuschauer. Der Plan ist aber, dass wir morgen oder heute Abend schon mit den Fahrern telefonieren und natürlich die Feedbacks von den Leuten, dessen Pizza gezeigt haben, für euch hier in diesem Vlog noch verpacken. Nina ist auf einen grandiosen vierten Platz gefahren. Das heißt, bei ihr ist tatsächlich der Knoten geplatzt. Ich habe mit ihr telefoniert. Leider hat es bei der Aufnahme den Ton nicht aufgenommen. Das heißt, ich kann euch lediglich das Video kurz einblenden, wo ihr seht, dass wir quasi FaceTime, aber es, ja, Ton fehlt. Deswegen muss ich es jetzt quasi kommentieren. Sie hat gesagt, sie hat am Morgen einen mega guten Grip gehabt. Sie weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es tatsächlich dann noch mehr ausgetrocknet oder nachts gab es nicht so viel Tau. Sie hat auf jeden Fall einen guten Start in den Tag gehabt. Hatte noch ein bisschen was im Fahrwerk gemacht. Und dementsprechend hat sie einfach einen sauguten Lauf ins Ziel gebracht. Wenn ich jetzt hier noch 1000 Interviews mit reinpacken würde, würde das Video noch länger werden. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Aber ihr könnt ziemlich sicher sein, dass das nicht das letzte Video mit Inhalt vom Weltcup war. Von daher Kanal abonnieren nicht vergessen. Dranbleiben. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für den Pilz haltet oder was ihr euch sonst noch so von Weltcup-Content wünschen würde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage...